Hallo zusammen, ich habe hier unsere 100 Ampere Stunden Batterie. Ich habe die hier offen, normalerweise ist der Deckel und der Kasten hier. Aber um was geht's? Belastung dieser Batterie. Auf dem Datenblatt steht, auf dem alten Datenblatt steht 100 Ampere. Auf dem neuen Datenblatt steht kurzfristig maximal empfohlener Entladestrom 100 Ampere und 150 Ampere 10 Minuten. Warum kann ich 150 Ampere 10 Minuten belasten? Ihr wisst, so eine Batterie besteht eigentlich aus 4 Blöcken. A 17 Zellen sind 68 solcher Rundzellen. Unsere 150 Ampere Batterie und die 200 Ampere Batterie haben genau das gleiche BMS drauf. Beide BMS oder alle drei BMS leisten 150 Ampere Spitze. Wenn ich aus 150 Ampere aus dieser Batterie rausziehe, was kein Problem ist, dann habe ich, weil das sind durch 4 Blöcke, durch 17 Zellen, das heißt, pro Zelle fließt ein Strom von 8 Ampere. Auf dieser kleinen Zelle hier, die ihr hier seht. Wenn ich, oder diese Zelle hat einen Innenwiderstand von 10 Milliohm. Das ist für eine Bleibatterie im Verhältnis zu einer Bleibatterie sehr wenig. Trotzdem, wenn ich hier 8 Ampere auf dieser kleinen Zelle rausziehe, ist das eine Erwärmung oder ein Leistungsverlust von 0,64 Watt. Das hochgerechnet auf die ganze Batterie ist das 43 Watt Verlustleistung, die ich habe auf der Zelle. Nicht auf den Verbindern, nicht auf dem BMS, sondern rein auf der kleinen Zelle. Bei der großen Batterie, wenn ich da 150 Ampere rausziehe, bei der 200 Ampere, ist das eine Verlustleistung von 26 Watt. Das heißt, wenn ich diese mit 150 Ampere belaste, habe ich wesentlich den größeren Verlust weder bei der großen Batterie, weil eben pro Zelle 8 Ampere fließen. Das geht, früher haben wir beschränkt auf 100 Ampere und jetzt 10 Minuten lang 150. Ihr könnt also einen Kaffee rauslassen, ihr könnt Kaffeemaschine betreiben, ihr könnt mal einen Föhn anhängen mit 1400, 500 Watt. Das ist alles kein Problem, klar, über ein Wechselrichter. Aber nicht 150 Ampere rausziehen, bis die Batterie leer ist. Dann ist die Batterie nämlich in 3/4 Stunden leer. Ist auch nicht der Sinn und Zweck. Und zweitens kommt es dazu, wenn ihr diese Batterie permanent mit diesen hohen Strömen belastet, 8 Ampere auf die kleine Zelle, dann schadet das der Batterie. Wenn ihr das öfters macht, also jeden Morgen Kaffee rauslassen und empfehle ich euch eine größere Batterie. Oder zwei solche Batterien parallel geschaltet. Da mache ich euch ein Video hier oben. Parallelschaltung von Batterien. Da habe ich zwei solche Batterien parallel geschaltet. Ihr könnt natürlich auch 250er. Es ist eure Batterie. Ich gebe zwar Garantie dafür. Aus diesem Grund schaltet ihr die Batterie dann auch ab, wenn sie zu warm wird. Wir haben hier innen drin einen Temperatursensor, der in die Zellen reingeht. Und wenn die Zellen warm wird, gehen die Batterien aus. Aus diesem Grund 10 Minuten, 150 Ampere ist okay. Mehr nicht. Wenn ihr mehr braucht, braucht ihr die größere Batterie oder
zwei nebeneinander, dann haben wir 80 Ampere, 75 Ampere. Das ist absolut im grünen Bereich. Da fließen nämlich 4 Ampere pro Zelle. 4 Ampere auf diese kleinen Zellen ist okay. Es ist eure Batterie, es schadet eurer Batterie und es geht an die Lebensdauer eurer Batterie, wenn ihr so eine Batterie permanent mit extrem hohen Strömen belastet. Das soll es gewesen sein. Hier mache ich heute das Video von der Parallelschaltung und hier stelle ich euch natürlich die 150 Ampere und die 200 Ampere Batterie vor. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer.